Aber hat der Führer dort nicht gesehen? Weil die so hat nicht gesehen, hat den Führer mit der Frau gesehen. Was magst du jetzt da? Ich mach da immer wieder denselben Fehler. Immer wieder. Und zwar, wenn jemand in einem Dialekt auf mich einscheppert, den ich nicht verstehe, dann fange ich automatisch zum Grinsen und zum Nicken an. Weißt, in der Hoffnung, dass ich irgendwann einmal ein paar Brocker verstehe und dass man dann rekonstruieren kann, um was in etwa geht überhaupt. Aber es funktioniert nicht. Der schreit eine halbe Stunde auf die Ei und dann geht er mit der Stimme nach oben. Sagst super, so der Frage auch noch gestellt. Wie kommst du jetzt raus aus der Nummer? Ich hab da einen Trick und zwar, ich mag so, ich täusche einfach eine Ohnmacht vor. Ja, lass mich einfach umfallen, mach die Augen zu und dann hoffe ich, dass mich irgendwo hintragen, wo man die Leifer steht. Aber das funktioniert selten, weil es so viele komische Menschen gibt. Ich glaube, das ist das Hauptproblem auf dieser Erde, die wir da haben, dass es so viele komische Menschen gibt. Und wenn Sie mal so richtig komische Menschen sehen wollen, dann müssen Sie mal um 11.20 Uhr an einer Grundschule vorbeifahren und sich die Mütter anschauen, die gerade ihre Kinder abholen. Das ist wirklich lustig. Und zwar, die stehen ja immer so da, gell, und so im 5er-6er-Pulk immer, haben so eine Zigarette in der Hand, gell, und dann geht's los. Quack, 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 quack. Ich fahre immer im Auto vorbei und schmeiße ein Brot hier und so. Quack, quack, quack. Meistens haben sie auch noch so eine kunterbunte Leggings mit einem fetten Zellulitis-Arsch. Gell? Ich weiß schon. Das weiß ich doch selber. Da kann niemand was dafür. Das weiß ich schon. Aber schön ist trotzdem nicht. Quack, 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 quack. Mein Gott, na, Renati, du weißt, was ich da sagen wollte, Renati. Mein Gott, na, du, jetzt haben sie doch bei uns die neue Friseur. Du, da war ich jetzt drin, der ist so gut, der hat... Torben! Ja, sag einmal, spinnst jetzt du, Torben? Du darfst doch zur Swanky nicht, du dumme Kuh, sagen, du blöde Sau. Boing. Hat er schon wieder eine Hänger, der Torben? Verstehst? Na, wundert sich, dass der Bub verhaltensgestört ist. Mein Gott, na, Renate, du, wer hätte den Friseur wollte, denn Torben! Ja, sag einmal, Torben, Hackl-Sakrament. Jetzt glaube ich, hab es dir tausendmal gesagt. Du darfst dich das Wandchen nicht auf die Luftröhre knien. Torben, bitte. Ach, ich werde nicht mehr fertig mit ihm. Mei, du, ich sag's dir, Renate. Du, der Friseur, der ist so gut. Du, der macht für sogar Schamhaar-Styling. Schau mal her. Will ich sowas sehen? Ich will es nicht sehen. Wirklich, ich will es nicht sehen. Das ist, auch wenn es richtig schön geworden ist. Bitte, ich mag es nicht sehen. Auch wenn Sie sowas haben, sagen Sie es mir nicht. Wirklich, das ist, nein, ehrlich, ich interessiere mich nicht für sowas. Weißt? Nein, mich macht der allein der Gedanke schon fertig, dass es Menschen gibt, die ihre Kinder Torben nennen. Das ist der Wahnsinn. Du, wenn ich einen Namen für ein Kind brauche, muss ich mir überlegen, was ist es geworden? Ein Bub oder eine Stehlampe von Ikea? Ja. Wenn ich gar nicht mehr durchblicke, muss ich halt einen Arzt fragen. Der hat den Blödsinn studiert, der hat dicke Bücher, verstehst du? Der kann nachschauen. Ja, kann der Bub sein. Schwester Hildegard, die Schablone. Nein, es ist wirklich, es ist schon komisch. Ne? Ich arbeite ja übrigens, was vielleicht auch gar nicht so interessant ist, und zwar. Boah, haben Sie gemerkt. Ich arbeite in einer Beratungsstelle. Und zwar ist es eine Beratungsstelle für Eltern mit hochbegabten Kindern. Und das ist wahnsinnig interessant, weil in der breiten Bevölkerung hat bis vor kurzem ja kaum jemand was gewusst über hochbegabte Kinder, was da los ist. Und jetzt waren doch halt ein paar so Zeitschriftenartikel und auch Fernsehberichte. Und
Und da ist halt drin gestanden, dass gerade hochbegabte Kinder, dass die in der Schule manchmal total unterfordert sind und deswegen schlechte Noten schreiben. Und jetzt meinen halt irrsinnig viele Menschen, sie haben hochbegabte Kinder. Und die rufen alle an bei uns in der Beratungsstelle. Und das ist auch vollkommen richtig. Das sollte man auch machen, wenn man so da unsicher ist. Sofort fragen, wirklich. Es ist nämlich wirklich so. Gerade hochbegabte Kinder wirken manchmal wie Idioten. Das ist wirklich so. Aber man sollte zumindest in Betracht ziehen, dass oft auch Idioten wie Idioten wirken. Weißt, ein Kind ist nicht automatisch hochbegabt, bloß weil es nicht bis 5 sein kann. Das ist noch nicht. Wirklich. Das ist ja auch so. Im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen bin ich übrigens nicht der Ansicht, dass total liebe und nette Eltern gibt, die bescheuerte Kinder haben. So was gibt's nicht. Blöde Kinder haben immer blöde Eltern. Wirklich. Hundertprozentig. Ich schwör's einer. Deppentum ist vererblich. Wirklich. Sie überspringen da keine Generation. Das geht stange gerade in Kram rein. Wirklich. Das ist, geht das verglauben. Deppentum ist vererblich. Darum sieht mir oft Männer rumstehen, die sagen, ich bin ja so ein Depp, weil mein Vater ein Depp ist. Und mein Bruder wird auch wieder ein Depp. Ja, sieht man eigentlich recht oft. Und ich sage mir, es ist ja eh so. Man hat ja eigentlich Zeit seines Lebens, hat man ja Probleme mit den Eltern. Gell, es ist wirklich so. Es ist, ich weiß nicht, wie die sagen soll. Es ist eigentlich, es hört nie so richtig auf. Man hat immer Probleme mit den Eltern. Wenn man nur ganz klar ist, sagt man immer, das sind gar nicht meine Eltern. Die haben mich gefunden. Oder die haben mich in der Klinik vertauscht. Ich bin eigentlich adlig. Und wenn man dann älter wird, denkt man so, naja, alle Papiere werden es auch nicht gefälscht haben. Und irgendwann kommt man sogar vielleicht so weit, dass man sagt, ja gut, ich wäre meinem Vater immer ähnlicher und ich kann das akzeptieren. Also das ist, kann man wirklich so weit kommen. Aber wenn irgendwann die eigene Frau dann sagt, du bist wie dein Vater, das sind Tiefschläge. Das sind so unglaubliche Tiefschläge, wirklich. Nein, sowas sollte man so als Frau gut überlegen, bevor man sowas zum eigenen Mann sagt, weil sowas kann zum Ende führen. Jetzt nicht von der Beziehung, Gottes Willen, bloß von der Frau. Nein, das ist, nein, das sind wirklich, das ist, nein, sollte man wirklich aufpassen. Und ich muss zugeben, bei mir ist es so, ich wäre meinem Vater immer ähnlicher. Das ist was, also da wo ich wirklich, wenn ich Fotos anschaue, wo ich in meinem Alter war und so, eins zu eins, wirklich hundertprozentig. Und was ich auch habe, genau wie mein Vater, das ist der Hang, der fatale Hang, möchte ich schon fast sagen, zu blöden Redensarten. Mein Vater hat immer Sachen gesagt wie, solange du deine Haxen unter meinem Tisch hast. Ich habe nicht gewusst, was er mir damit sagen will. Wirklich, zum Beispiel, wenn er gesagt hat, hol mir mal ein Bier, habe ich gesagt, hol es dir selber. Solange du deine Haxen unter meinem Tisch hast. Ich habe nicht gewusst, was soll das? Was hat er noch oft gesagt? Und ich schaue mit dem Ofenrohr ins Gebirg. Das hat er immer gesagt, wenn er von der Arbeit heimgekommen ist. Und ich habe immer das Abendessen schon weggefressen gehabt. Er sagt, und ich schaue mit dem Ofenrohr ins Gebirg. In dem Zusammenhang hat er auch gern gesagt, und ich hau mir Pfotzen ans Tischecki. Und das, finde ich, ist ein sehr schönes Bild. Also wirklich, das ist, stellen Sie einem Vater vor. Machen Sie kurz die Augen zu und stellen Sie einem Vater vor, wie er in der Küche drin steht und sich Pfotzen ans Tischecki zimmert. Wirklich, das möchte man doch gerne öfter sehen. Das ist sagenhaft. Ne? Jetzt muss ich direkt kurz eine Zwischenfrage stellen. Und zwar, sind Menschen da, die mit dem bayerischen Dialekt jetzt vielleicht nicht bis in die letzten Nuancen vertraut sind? Weil da möchte ich natürlich dazu sagen, um Gottes Willen, muss ich dazu sagen, in Bayern heißt das Wort Fotzen so viel wie Mund oder auch Ohrfeige. Mann, bin ich blöd, jetzt kommt's mir erst. Ich spiele ja oft in Norddeutschland und immer wenn ich an die Stelle komme und sage, und dann haut's einmal vor, der Pfotzen ans Tischecki, dann habe ich. Da hab ich mir gesagt, was haben Sie denn, was wollen Sie denn? In der Pause ist einmal einer hergegangen und hat gesagt, Herr Grünwald, jetzt sagen Sie einmal, war Ihr Herr Vater Transsexueller? Ich habe gesagt, bitte, was ist los? Wo wohnt der Bürgermeister? Um was geht's? Wirklich, ich habe nicht gewusst, was die wollen. Darum muss das Wort eine zweite Bedeutung haben. Das ist, darum machen wahrscheinlich Norddeutsche in Bayern immer wieder denselben Fehler. Und zwar, wenn ein Bayer fragt, magst du Fotzen? Ja. Ja.
du, um Gottes Willen, du, da marschierst dann gerne mal mit so einer Düse ins Hotel. Ja? Aber im Urlaub muss drin sein. Und nein, aber der Lieblingsspruch, der absolute Lieblingsspruch von meinem Vater, das war ja, so gehen wir ins Bett, morgen in der Früh ist Nacht rum. Das hat der Mann wirklich jeden Tag gesagt. Jeden blöden Tag, den Gott werden ließ, so gehen wir ins Bett, morgen in der Früh ist Nacht rum. Und zwar um 5 Uhr Nachmittag. Das musst du mir vorstellen. Um 5 Uhr Nachmittag haben wir geschlossen ins Bett marschiert. Es ist ja, ich meine, mir war es wurscht. Das muss ich jetzt auch sagen, mir war das komplett wurscht. Ich war damals 2,5 Jahre alt. Ja, dann geh ich halt ins Bett, habe ich gesagt. Was soll der Schmarrn, schlafen tue ich jetzt eh nicht. Habe ich gesagt, ich blähe jetzt noch 8 Stunden. Nein, Kinder blähen, weil es ihnen Spaß macht. Wirklich, seh, die haben keine Schmerzen. Nein, das gefällt ihnen. Ich habe gesagt, heut blähe ich mal bis zum Nabelbruch, habe ich gesagt. Ja. Was, wenn man denkt, komm ins Krankenhaus, habe ich wenigstens meine Ruhe, verstehst? Nein, wie gesagt, zwecks mir war es überhaupt nicht. Aber meine Geschwister, zwecks denen war es, weil ich bin ja Nachzügler. Wie sagt man da, Nesthäkchen oder so. Wie ich 2,5 war, waren meine Geschwister schon 17, 19 und 21. Und die wollten halt auch mal fortgehen. Weißt, gerade am Wochenende, einfach einmal zum Tanzen gehen oder so. Aber nein, um 5 Uhr, so gehen wir ins Bett, morgen in der Früh ist Nacht drauf. Das ist ja der Hammer. Meine Geschwister, die waren stinksauer. Super ausgeschlafen, aber stinksauer. Bis meine Mutter dann irgendwann gesagt hat, ja, so geht's nicht weiter. Meine Mutter hat gesagt, das ist ja ein Irrsinn. Sind wir die dümmste Familie Deutschlands oder was? Hat gesagt, das ist ein Krampf, wir können nicht jeden Tag um 5 Uhr ins Bett gehen. Hat gesagt, ab sofort gingen wir um 5:30 ins Bett. Verstehst? Durchgegriffen. Gell, mein Vater hat gesagt, ja, bitte, hat er gesagt, bitte. Hat er gesagt, wenn das so ist, wenn da meine Autorität nicht mehr gefragt ist, hat er gesagt, dann reise ich ab. Und hat dann wirklich auch die Familie verlassen. Und das, muss ich sagen, war schon hart. War wirklich hart. Das ist, er hat sich nie wieder gemeldet, auch bei uns. Ich weiß halt nicht, wie mein Vater ausschaut. Ich weiß nicht, was der Mut treibt. Es ist wirklich, das ist und so ganz ohne Vater aufwachsen, war schon hart für mich, muss ich schon sagen. Aber meine Mutter hat dann versucht, mir das zu erklären. Und ich glaube, ich habe es auch halbwegs verstanden. Sie hat gesagt, der ist ja immer absurder geworden mit seinem Krampf und so. Und sie hat da durchgreifen müssen. Und meine Mutter ist halt auch so eine Resolute, weißt? Die hat zum Beispiel, wenn ich noch so klar war, hat sie zu mir gesagt, Bur, hat sie gesagt, wenn dir mal einer mit Süßigkeiten ins Auto reinlocken will, dann gehst mit. Das darf ich heute nicht mehr machen. Ich sowieso nicht. Bin ich blöd oder was? Weißt du, wenn neben mir ein Auto hält und sagt, hey, komm, steig ein, kriegst einen Lutscher. Na, fahr ich mit oder was? Ja, bin ich blöd oder müssen schon zwei Lutscher rüberwachsen? So billig bin ich nicht zu haben. Nein, Krampfkass, ich meine, zu meinen Kindern darf ich sowas nicht mehr sagen. Weil für sowas sind die Zeiten zu schrecklich geworden. Das ist ja der Wahnsinn, du musst da bloß einmal eine Zeitung aufschlagen, da sagst du ja, ist das eine kranke Welt, in der wir leben? Und wenn das eine kranke Welt ist, dann ist doch eigentlich bloß logisch, dass der Mensch auch krank wird. Ich habe ja vor 4 Wochen eine Grippe gehabt. Gelenkschmerzen, Nierenschmerzen, Kopfschmerzen, ich habe nicht mehr gerade ausschauen können, ich war fertig. Ich habe meinen Arzt angerufen und gesagt, bitte, habe ich gesagt, kann ich vorbeikommen, mir geht es wirklich dreckig. Ich sagte, ja, Herr Grünwald, Sie kennen mich jederzeit, aber momentan geht es ganz schlecht, weil wir fahren in Urlaub und ich empfehle Ihnen aber eine Urlaubsvertretung, sagt, das ist ein sehr kompetenter Kollege, da werden Sie mal schauen, sagt er, der bringt Sie wieder auf Vordermann, hat mir die Adresse gegeben, ich fahre hier zu dem Kollegen. Diese Adresse war bei uns in so einem Neubauviertel, weißt, wo ein Haus ausschaut wie das andere. Reihenhäuser, eins wie das andere. Lauter so Weber-Walmdach, Fertighütten, verstehst? Fast nein, das Viertel, kannst du aus Kotzen anfangen. Es war wirklich, es war fürchterlich. Ich habe 2,5 Stunden, habe ich nach diesem Arzt gesucht. 2,5 Stunden. Wie ich ihn gefunden habe, ich bin nein in die Praxis, mir war alles wurscht. Ich habe mich sofort nackert ausgezogen, habe mich da auf diesen Tisch dann aufgelegt, geht Tür auf, kommt eine Frau rein und sagt, da! War ich doch im falschen Haus. Nein, es ist ja sagenhaft. Ja. Ich habe mich ja noch gewundert, warum der Tisch gedeckt war. Verstehst du? Ja. Aber wer denkt an sowas? Gell?
Hat eh gedauert, bis ich so alles aufgeräumt gehabt habe. Ich habe mich nicht auskennt in der Kirche, verstehst? Nein, wirklich sagenhaft. Aber dann bin ich doch noch zum richtigen Arzt. Mich hat dann Polizei hingefahren. Und